Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Und ich bin ja jetzt gerade weiter am den Westen am Erkunden. Es sieht ja schon stark nach einer Sackgasse aus da. Ist da unten Wasser? Da ist irgendwo ein Wasserfall, aber. Und Wölfe sind hier wieder irgendwo. Mistviecher! Ja, es ist halt blöd, dass man wirklich nix sieht. So ist gut. Das waren dann vielleicht zu viele, fünf. Das sind aber irgendwelche Elche, die ich da gerade angreife. Naja, die Wölfe sind auch noch da.
Nächste. Brauchen ein bisschen Krustenbrot oder so. Hier ist aber erstaunlich wenig dafür, dass hier die Wölfe waren. Ein paar Netze. Eine Grabschaufel. Ist kein verdächtiger Haufen. Keine Ahnung, wieso man da einfach eine Grabschaufel irgendwo hinlegen sollte in die Pampa. Wobei, gerade selbst wenn man irgendwo mal jemanden verliert, dann wird man den wohl nicht, wird man wohl nicht gerade eine Schaufel in der Hand zur Hand haben, um den einzubuddeln und dann die Schaufel wegwerfen. Das macht auch keinen Sinn. Also, gut, dann bleibt uns ja nur übrig, wieder nach Norden zu gehen. Spinnerei. Direkt versenkt. Hä? Bin ich hier? Da waren wir schon.
Na, da hinten. Komm mal her. Kaputt. Mistviecher. Und einer ist wahrscheinlich hier wieder irgendwo im Busch verendet. Naja. Zeit für ein Krustenbrot oder einen Eintopf. So. Fleckenpilz. Da unten die Mine. Okay. Ja, dann sollten wir vielleicht nur noch auf die andere Seite gehen. Oder ich mache erstmal die untere Seite hier fertig. Oh. Ein Gesicht. Okay. Oh, das sind drei anscheinend. Nur ein Kratzer. Ist das alles? Nur ein Kratzer. Elender Bastard, das wirst du bereuen. Ich gehe dann mal. Oh, einer ist gestorben. Ihr seid so böse. Ich sehe sie mal wieder nicht. Huh.
Die mussten doch da gewesen sein. Aha. Shit. Der Cooldown von dem Ding ist auch extrem gering. Wie der Biss eines Flohs. Ich weiß nicht, ob das der Biss eines Flohs war. Aua! Na, jedenfalls haben sie mich zerstört. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Nein, es klappt nicht. Es sind vier. Dann gehen wir halt noch ein Stück weiter zurück. Nee, sehe ich jetzt nichts mehr. Das ist doof. Drüber geschossen. Ist das alles? Aber ich hab doch geblockt.
Na gut, den einen kriege ich, aber ich treffe keinen zweiten damit. Na toll, der ist wieder kaputt quasi. Shit. Verkackt. Okay, durch das Weglaufen und das Dings zünden bin ich tatsächlich direkt wieder in den Stealth gekommen. Dahinter ist der eine, den ich treffen muss. Aber ich krieg's noch. Ist der in der Luft verschwunden, der Fall? Was soll das denn? Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Eigentlich wollte ich. Bis alles raus. Eigentlich wollte ich damit. Okay. Nicht mehr mitgekommen.
Da habe ich wohl versehentlich... So Leiche. Doch, habe ich die alle umgebracht? Der hat wohl die Explosion ein bisschen besser getroffen, als ich das gedacht hätte. Oh. Lehrlingsbuch Alchemie. Können wir wieder buddeln. Verdächtiger Erdhaufen. Aber was könnte das sein? Mentalismus, Seelenfalle, Handwerkskunst. Handwerkskunst. Lehrlingsbuch, Handwerkskunst. Rhetorik. Ja, da weiß ich halt nicht, ob das Sinn macht, da hat mir noch keiner geantwortet. Einer hat mir geantwortet, aber der hatte nichts Aussagenkräftiges zu sagen. Ich könnte ja auch da hinten verkaufen bei der Tante, wenn die noch da ist. Handeln. Natürlich. Natürlich. So. Die schweren Sachen verkaufen. So. Das war jetzt auch der Großteil, aber es gibt halt trotzdem noch viele Sachen, die schwer sind. Gewicht. Eine Flöte. Hobel, Hufeisen. Ja, das ist wahrscheinlich alles... ziemlich unsinniger Quatsch. Silberampore, die brauchen wir mit Sicherheit nicht. Korb. Na, recht viel Erze und so. Ja, das muss reichen. Schreitet wohl. So, dann gucken wir mal, was das da für Ruinen sind.
Wölfe oder was? Ah, okay, hier geht's richtig hoch. Nee, auch nicht. Doch. Da klappert es wieder. Aber irgendwas ist da runtergefallen. Oder? Hat sich so angehört, als wenn ich dann den Gegenstand quasi geschossen hätte. War das nur ein Traum? Na gut. Das sind wir sicher wieder Banditen. Ich gehe einfach mal davon aus und erschieß die. Ihr seid bestimmt böse. Ich wusste es doch. Dann rasten wir mal eine Stunde. Okay, er ist aber noch ein ganzes Stück weiter im Süden.
Ne? Da hinten scheint so ein Pilz zu sein. Eine fette Kiste. Da, Pilz, Pilz. Da bin ich anscheinend noch nicht gewesen. Vielleicht wäre das auch erstmal gut, dass ich das von außen umreiße quasi. Ah. Oh, es sind zwei. Autsch! So, da habe ich jetzt nur durch Zufall hingeguckt. Ist der Stein irgendwie besonders? Die Truhen waren bisher allesamt äußerst unspektakulär, muss ich sagen. Schön. Dann brauche ich mir später nämlich das Küstengebiet nicht anzutun, beziehungsweise ich weiß genau, in welchem Rahmen ich laufen muss. Weil die Küste ist immer so ein bisschen eklig abgegrenzt, sage ich mal. Können wir mal wieder was essen?
Eine Kohlsuppe. Haben wir hier irgendwas? Nö. Na, das ist schon nicht ganz klein. Steht ein riesiges Schloss drauf. Ich nehme auch an, dass das dann irgendwas höheres Questbedingtes ist. Da ist auf jeden Fall so ein Spezialerfahrungsding. Oh, hallo. Er lebt noch. Krabbenpanzer. So. Jetzt aber. Plus 60. 5 von 100. Hat sich doch schon gelohnt. Hier wird es etwas steiler. Ich glaube, da ist die Welt zu Ende. Wie weit nach Süden geht das denn da noch? Weit dürfte das ja nicht mehr sein. Und dann auf der anderen Seite ist es, gibt es so einen Strand. Naja, nach Strand sieht das jetzt nicht aus. Wie gesagt, das, was auf der Karte angezeigt wird, ist halt leider nur begrenzt, was damit zu tun, wie es tatsächlich ist. Naja, es ist aber etwas strandiger. Da ist eine Krabbe. Explodiert.
Was haben wir hier? Aber nur ein Stück Felsen. Na gut. Alle bösen Krabben eingesammelt. Na gut. Na, hier ist aber gut Strömung, oder es fängt gleich an zu regnen. Ja, hier war diese Piratenhöhle. Die könnte ich jetzt eigentlich auch angehen. Ja, würde ich sagen. Mache ich hier erstmal Schluss und dann gehen wir beim nächsten Mal das Piratenversteck an. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier einmal drum rumgelatscht. Und beim nächsten Mal das Piratenversteck und dann mal schauen, dass wir da noch reingehen. Wenn ich das mit überall so machen will, dann bin ich auf jeden Fall noch lang beschäftigt. Da geht's auch noch weiter. Alter Falter. Naja, gut, ob ich das alles so ausführlich erkunde wie hier, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber ja. Schauen wir mal. Beim nächsten Mal erstmal das Piratenversteck. Bis denn!